Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Stratigator zu einer Folge Pioneers of Pagonia. Das Spiel, was vom Siedler-Erfinder Volker Wertig produziert wurde, nachdem der letzte Siedler-Teil ja ein riesen Reinfall war. Ich möchte euch heute mal ein bisschen mitnehmen und euch ein bisschen die Basics zeigen. Genau, und wir werden das Video mal so ein bisschen schneiden und gucken, was so Interessantes rauskommt. Starten tun wir das Ganze erstmal klassisch. Wir bauen uns irgendwie eine ganz normale Holzproduktion auf. Wichtig hier zu wissen ist, hier werden die Waren tatsächlich transportiert, nicht wie in Anno. Das heißt, die spawnen nicht einfach am anderen Ende der Map in einem Kontor, sondern wir müssen die einzelnen Waren wirklich transportieren. Und deshalb sollten wir natürlich irgendwie gucken, dass wir hier unsere Holzfällerhütten, aber dann natürlich auch alle verarbeitenden Gewerke, sage ich jetzt einfach mal, auch irgendwie in der Nähe haben. Deshalb würde ich jetzt hier einfach schon mal eine längere Straße vorsehen. Denn dann gehen hier unsere ersten Leute los und fangen an, die Holzfällerhütten zu bauen. Was brauchen wir daneben noch? Wir brauchen noch ein Forsthaus und wir am besten vielleicht zwei, wenn wir es hier langfristig betreiben wollen. Wobei hier scheint sich auch noch Wald zu ergeben. Und dann brauchen wir natürlich auch jemanden, der das Ganze zu Brettern verarbeitet. Und das sind dann Sägewerke, die wir dazu bauen. Wir wollen die Sachen natürlich irgendwo lagern. Wir könnten hier so ein Riesenlagerhaus bauen. Ich würde aber sagen, wir starten hier erstmal mit irgendwie zwei kleineren Lagern. Und hier würden wir dann gerne bestimmte Waren drin lagern. Denn hier in den kleinen können nur einzelne Warenarten gelagert werden. Und da wollen wir, würde ich sagen, mal das Verarbeitete drin lagern. Das sind Nadelholzbalken und dann unsere Laubholzbretter. Nagelholzbretter und Laubholzbretter. So, und wie ihr seht, werden jetzt hier unsere Pioniere losgeschickt. Oder unsere Baustellenträger in dem Falle jetzt. Und bauen das ganze Ding hier auf. Wir beschleunigen das Ganze mal kurz, damit ihr das einfach in der Visualisierung mit drin habt. Und ihr seht, wie viele Leute hier reinkommen. Also man hat den klassischen Siedler-Wusel-Faktor auf jeden Fall mit dabei. Und schon werden hier unsere Holzfällerhütten hingesetzt, die dann wiederum Personen brauchen, die da drin dann wirklich als Holzfäller arbeiten. Und die brauchen natürlich Werkzeuge, aber Werkzeuge kommen wir später zu. So, jetzt sagen wir bei den Holzfällerhütten noch, dass wir gerne nur die großen Bäume gefällt hätten. Denn wenn wir hier mit der Forsthütte kleine Bäume dazusetzen, dann wollen wir nicht, dass die als erstes gefällt werden, sondern die sollen sich erstmal entwickeln können, weil die geben sonst natürlich auch recht wenig erstmal. Jo, was haben wir hier noch? Wir haben Stein, wir haben Kohle, wir haben Eisenerz, brauchen wir alles später. Aber als erstes von den ganzen Sachen brauchen wir Stein, deshalb sollten wir auf jeden Fall mal ein oder zwei Steinbrüche hier hin planen. Vielleicht bauen wir auch hier erstmal nochmal eine Straße, damit wir da unsere Gebäude direkt ran platzieren können. Vielleicht so. Und dann haben wir hier eben einen Steinbruch. Und hier wäre natürlich Kohle schon wieder cooler. Dann bauen wir den zweiten Steinbruch vielleicht erstmal hier hin. Denn dann haben wir die Möglichkeit, hier die Straße auf jeden Fall noch durch den Berg zu entwickeln. Und dann hier oben irgendwie noch weiter zu gucken. Und auch die Steinbrüche, die stellen erstmal Stein und Kalkstein her. Wir wollen aber dann noch was Verarbeitetes draus haben, nämlich entweder Werkstein oder Grenzstein. Das heißt, auch hier brauchen wir noch verarbeitende Leute. Und ich glaube, die bauen wir einfach mal hier hin. Und dann gibt es natürlich auch für hier noch eine anständige Straßenanbindung. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier ein dickes Lager hin platzieren. Kostet aber viel Stoff. Nee, machen wir mal nicht. Wir bauen auch hier erstmal die Lager hin und sagen, hier würden wir gern was von Stein. Und zwar einmal die Grenzsteine und noch einmal die Werksteine lagern. Wir können noch überlegen, ob wir ein drittes dazu bauen, wo wir einfach nur Stein lagern. Das ist dann quasi der hier von den Steinbrüchen gefördert wird. Und die sollen sich konzentrieren, erstmal hier den Stein hier vorne direkt abzubauen. Und darauf den Fokus legen. So, dann haben wir jetzt schon mal zwei Grundressourcen. Wir stellen Holz her, wir stellen Stein her. Das ist schon mal eine gute Sache. Was braucht es noch für ein klassisches Aufbauspiel? Hier seht ihr jetzt noch eine Steinmühle. Okay, die ignorieren wir erstmal. Ein Baustellencamp ist tatsächlich noch attraktiv für uns. Denn das Baustellencamp
bedeutet, dass unsere ganzen Leute, die für die Baustelle da sind, nicht mehr immer zurück zum Schiff gehen, wenn sie nichts zu tun haben. Was natürlich einfach ein Weg ist, den sie zurücklegen müssen. Und deshalb würde ich wirklich überlegen, dass wir uns noch ein Baustellencamp bauen. Aber vielleicht da, wo wir dann perspektivisch auch unsere Siedlung ein bisschen weiterentwickeln. Und das sieht für mich eher hier hinten halt aus. Oder wir bauen halt hier mal eins hin. Das würde zumindest nicht stören. Aber hier hinten wird nicht so super viel gebaut werden. Deshalb, ich glaube, wir bauen mal hier eins hin. Dann, da habe ich mich jetzt verklickt. Aber wir bauen dort mal eins hin. Jetzt war ich falsch unterwegs. Hier ein Baustellencamp. Dann haben wir, na, so. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dass hier unsere Planierer, unsere Baustellenträger, aber auch Zimmerer einziehen. Ich glaube, 25 Stück sind es, die hier drin wohnen. Können wir nochmal kurz nachgucken. Steht hier gar nicht mit bei, aber ich glaube, es sind zu viele. So, dann sollten wir uns natürlich noch irgendwie um Nahrung kümmern. Wir haben die Chance, das per Jagd zu machen, wobei ich jetzt hier oben ist ein bisschen was zum Jagen. Das könnten wir auf jeden Fall mal mit in Antrieb nehmen, weil hier unten ist irgendwie nicht so viel los, aber hier oben wird es ja richtig viel. Und vielleicht, bevor wir das machen, gehen wir dann auch mal ein bisschen auf den ersten Tab ein, denn wir wollen unsere Grenzen erweitern. Klassisch wie in Siedler 2 damals noch, ne, gibt es irgendwie die Grenzsteine, gab es wahrscheinlich auch in anderen Siedlern. Ich kenne es vor allem aus Siedler 2. Und hier müssen die versetzt werden. In Siedler 2 war es so, man hat ein Militärgebäude gebaut und das hat einen gewissen Einflussbereich aufgelöst. Hier ist das nicht so. Hier brauchen wir einen Wachturm, was im Endeffekt ein Militärgebäude ist, der dann aber wiederum dass die Grenzsteine setzen muss. Also die Leute, die wir darin platzieren, die nehmen dann diese Grenzsteine und erweitern das manuell. Das heißt, wir bauen hier erstmal einen Wachturm hin. Und was wir auch bauen könnten, ist ein Entdeckerposten. Die sind im Endeffekt wie Scouts. Die gehen durch die Welt und decken uns hier schon mal den Nebel auf, damit wir wissen, was uns überhaupt alles so erwartet. Weil hier sehen wir natürlich jetzt erstmal nur beschränkt, was hier alles so passiert. Ja. Mittlerweile sind wir hier auch ordentlich in der Produktion angekommen. Wir sehen aber auch, hier haben wir schon einen kleinen Stau an Leuten, die irgendwie rein und raus wollen. Krass, dass das jetzt so schnell ging. Und dann würde ich sagen, gucken wir trotzdem weiter in Richtung Essen. Jagdhütte würde ich jetzt hier erstmal mit dazu bauen. Weil wir sehen hier, die hat einen relativ großen Radius. Da sind jetzt einiges an Hasen schon mit bei. Und wenn der Wachturm dann mal errichtet ist, dann kann es richtig losgehen damit. Wir sollten uns aber auch überlegen, wie wir noch weiter vorgehen können. Hier zum Beispiel eine Sammlerhütte kann hier erstmal keine Nahrung sammeln, aber Flachs, was für uns auch relevant sein wird. Das heißt, ich würde auch die erstmal noch bauen. Und da sehen wir zum Beispiel einen Riesenunterschied in Anno. Sind die Gebäude direkt da, wenn wir sie gebaut haben. Hier dauert das erstmal noch ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass in dem Spiel eine Option besteht zwischen 1 und mal 5. Weil mal 5, finde ich, irgendwie wirkt sehr, sehr stressig und man kommt quasi gar nicht hinterher. In mal 1 geht es aber wirklich, wirklich langsam voran. Deshalb, da fehlt es irgendwie für mich noch an einer Zwischenoption, was ich sehr, sehr cool fände. So, was ich noch vergessen hatte, ist hier unser Förster, der braucht doch Wasser. Dem sollten wir also irgendwo Wasser in die Nähe stellen. Jetzt hat er hier selber Bäume hingebaut. Ne? Können wir also nicht direkt daneben machen. Dann machen wir es aber zumindest mal in die Nähe mit rein. Und dann kann das da weiterlaufen. Und bei Nahrung können wir sonst noch Getreide oder Gemüse anpflanzen. Und das geht jeweils über Farmländer. Und ihr seht jetzt hier, wenn ihr rechts unten guckt, während ich hier über den Sachen gehe oder auch beim Mauszeiger direkt, wofür gewisse Sachen am besten geeignet sind. Also ihr seht, wir sind hier auf Grasland, da können wir am besten Kürbisse anbauen. Hier bauen wir am besten Flachs an. Ne? Hier bauen wir gar nichts an, weil das sehr steinig ist. Dasselbe gilt für hier. Auch hier lohnt sich nichts. Das heißt, wir könnten hier irgendwie ein bisschen Kürbisse anbauen. Das würde sich doch lohnen. Und dafür bräuchten wir eine Gemüsefarm. Und wir könnten das ja eigentlich auch hier vorne in der Nähe des Spawns machen. Vielleicht bauen wir denen aber noch so eine kleine Straße hier rein. So.
Und dann eine Gemüsefarm. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir die ein bisschen außerhalb. Nee, vom Fruchtbaren. So halb ist es zumindest jetzt außerhalb. Und dann brauchen wir Farmland. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie viel Farmland hier sinnvoll ist für so eins. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe jetzt auch schon länger kein Pioneers of Pagonia mehr gespielt. Machen wir mal 12 Stück, keine Ahnung. Und jetzt beschränken wir hier unsere Gemüsefarm darauf, dass sie nur Kürbis anbaut. Weil sonst könnten wir jetzt quasi bei jedem einzelnen Ding sagen, okay, bau hier bitte Kürbis an. Aber wenn wir das der Gemüsefarm sagen, dann ist das ja auch entspannt. So, die Gemüsefarm braucht auch wiederum einen Brunnen. Und ihr seht jetzt, wie schnell hier jetzt gerade die Leute schon da waren, ne? Weil hier neben direkt das Baustellencamp ist. Das ist natürlich von großem Vorteil für uns. So. Die Sammlerhütte sollte dann ja auch Flachs sammeln. Vielleicht könnten wir hier oben eigentlich mal wirklich so ein dickes Lager hinsetzen. Weil hier oben kommt sehr viel Unterschiedliches zusammen. Und ich glaube, das könnte uns helfen, dass wir da ein bisschen was hinsetzen. So. Also, hier haben wir einen Brunnen. Der Brunnen liefert an die Gemüsefarm. Die Gemüsefarm erzeugt etwas, nämlich in diesem Falle erzeugen wir hier ein pflanzliches Produkt, und zwar Kürbis, das wir gerne hier lagern würden. Und die Kürbisse wiederum werden dann weiter verarbeitet. Und das wird passieren in einer, wo ist sie? Genau, hier im Proviantmacher. Verarbeitet aber scheinbar kein Kürbis, aber die Taverne macht das dann auf jeden Fall. Hier werden Zutaten zubereitet. Nicht Zutaten. Wie heißt es? Mahlzeiten zubereitet. Stärkungsmahlzeiten, die für die Minenarbeiter wichtig sind, damit die gestärkt in die Mine gehen können und auch richtig was abbauen können. Und Genussmahlzeiten. Und Genussmahlzeiten sind dann für die Leute in Wohnhäusern da, die sich dann im Endeffekt über einen Tisch, den man dann daneben baut, vermehren können. Kommen wir aber alles noch zu. So, ich frage mich gerade, ob wir hier so einen Proviantmacher mal fokussieren sollten und ob wir irgendwo Fisch haben. Also ich sehe jetzt erstmal keinen Fisch, würde ich behaupten. Und dann werden wir auch keinen haben. Schade. Fisch wäre natürlich eine coole Sache. Mittlerweile ist aber unser Turm erbaut. Und dann können wir mal sagen, expandier bitte unser Gebiet mal in diese Richtung. Das fände ich ganz spannend. Hier wäre natürlich auch ein besseres Steinvorkommen gewesen, als das Ganze hier zu machen mit unserem Steinbruch. Aber naja, haben wir uns jetzt so entschieden. So sei es dann erstmal. Okay, dann haben wir hier die Basics. Was wir dann wohl noch brauchen für zum Beispiel so einen Proviantmacher ist, in Richtung Brot zu gehen und in Richtung Bäckerei. Dafür haben wir jetzt noch gar nicht alles, weil ich sehe gerade, wir bräuchten für die Bäckerei spätestens, aber hier brauchen wir es auch schon, für die Windmühle brauchen wir noch Zement. Und Zement können wir auch wieder herstellen. Ne? Hier, dafür bräuchten wir dann doch diese Steinmühle, also ein weiteres verarbeitendes Gebäude. Und das kann dann aus Kalkstein, den wir sammeln, Zement herstellen. Und dann könnten wir hier ein Lager für Stein, und zwar für Zement, machen. Wunderbar. So. Ich frage mich, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, um hier auf Wohnhäuser zu gehen. Und was ich nicht wirklich weiß, ist, wo wir ein wirklich gutes Gelände haben, um dann da Weizen anzupflanzen. Oh, hier hinten ist gutes Weizen. Dann pass auf, verschieben wir unseren Wachturm-Fokuspunkt nochmal. Die sollen lieber erstmal hier erweitern. Das ist für uns noch spannender. Also dann versuchen die sich eben jetzt hierhin vorzuarbeiten und dann hier draus auszubauen. Weil dann könnten wir da oben Getreide anbauen. Das wäre natürlich eine super Sache. So, unser Lagerhaus wird gebaut. Wunderbar. Verarbeitende Gebäude. Unsere Jagdhütte hat ein Problem. Keine Tiere zur Jagd in Reichweite. Das liegt daran, dass sie außerhalb des Geländes sind, ne? Und dann können die nicht gejagt werden, obwohl die natürlich einfach aus dem Gelände rauslaufen könnten. Aber that's halt Deal, ne? Und deshalb müssen wir da noch ein bisschen warten. Und dann gleich, wenn wir hier vielleicht mal ein bisschen Gebiet erschlossen haben, da auch den Fokuspunkt nochmal anders setzen. So, hier haben wir jetzt unsere Entdecker. Die Entdecker würde ich jetzt einfach mal in die andere Richtung losschicken, damit wir so ein bisschen wissen, was los ist und wo wir irgendwie hinbauen können.
Gut. Also, das heißt, wir sind hier irgendwie auf dem Weg hin, um Getreide bzw. Weizen anzupflanzen und könnten dann jetzt auch schon mal ein bisschen in Richtung unserer Wohnhäuser gucken, die natürlich dann auch attraktiv sind. Und ich glaube, denen würde ich gerne eine... das wollte ich gar nicht. Denen würde ich gerne einen recht eigenen Bereich mit einer eigenen Straße erstmal machen, ne, wo wir erstmal ordentlich Häuser hinsetzen, auch gegenüber. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Taverne irgendwie in der Nähe, damit die da auch die Mahlzeiten für die Leute herstellen können. So, ich weiß gar nicht, hätte ich vorher jetzt die Straße ziehen sollen? Nee, das ist gar kein Problem. Wunderbar. Nehmen wir gerne. Und dann brauchen wir mindestens eine Taverne. Jetzt habe ich die falsch rumgebaut. Müssen wir die wieder abreißen erstmal? Ich dachte, ich hätte die auch mit dem Eingangsbereich in Richtung der bereits existierenden Straße gebaut, weil das macht natürlich Sinn. So, dann brauchen wir eine Taverne, die dann, wie gesagt, dazu da ist, vom nahegelegenen Marktplatz, den wir jetzt noch bauen müssen, dann erstmal Zutaten zu kaufen und die dann zu verarbeiten. So, und jetzt wurde hier gesagt, ein gegnerisches Lager wurde entdeckt. Oh, hier oben gibt es Diebe. Das ist natürlich gefährlich. Da müssen wir uns irgendwie dann gegen wappnen, damit die uns nicht immer weiter die Sachen wegklauen. Das wird aber noch einen Moment dauern dann. So, und jetzt habe ich den Wachturm erstmal wieder umgesetzt, damit der hier erkundet, damit unser Jäger was zu tun hat. Sehr gut. Und hier im Lagerhaus werden jetzt eben automatisiert Sachen eingelagert. So, wir haben jetzt die Taverne. Wie ich eben vorgelesen habe, brauchen wir dafür erstmal noch einen Markt. Also wir brauchen Zutaten, die dann im Endeffekt sich organisiert werden. Und dafür brauchen wir noch einen Marktbrunnen, der irgendwie als zentrales Stück dient. Und dann kann man in der Nähe so Marktstände bauen. Und bevor wir das jetzt machen, würde ich, glaube ich, hier nochmal versuchen, direkt wieder Häuser anzuschließen. Und dann hier schon mal eine Straße wieder zu ziehen. Vielleicht auch mit einer Kreuzverbindung. Ja, wunderbar. So. Und hier gibt es dann den Marktbrunnen. Dann brauchen wir noch Marktstände. Vielleicht fangen wir einfach mal ganz simpel an mit 3 Stück. Mal schauen, wie viele wir dann wirklich brauchen. Und damit sich dann hier im Endeffekt die Genussmahlzeiten geholt werden, brauchen wir noch Tische. Und die Tische müssen auch wieder in der Nähe von der Taverne. Da setzen sich die Leute dann wirklich dran. Und das hier gilt noch als in der Nähe einer Taverne. Deshalb nutzen wir den Platz da auf jeden Fall noch aus. Vielleicht sollten wir unseren Holzfällern mal sagen, dass sie generell tendenziell ein bisschen mehr in der Nähe der Straße hier hinten abreißen sollten. Und unserem Förster, dass der generell mal ein bisschen mehr in hier die Richtung pflanzen sollte. Da stört es uns dann ein bisschen weniger. Sehr schön. So, mittlerweile kann der Jäger auch wieder arbeiten, auch wenn er quasi sagt, hey, ich habe noch keine gute Effizienz. Jetzt scheint es aber wieder zu gehen. Und dann kann es da auch losgehen. So, unsere Taverne ist im Bau. Wir sehen, hier ist mittlerweile auch fleißiges Betreiben. Und wir sollten uns hier auf jeden Fall schon mal mitdenken, dass wir hier noch einen Weg raus brauchen, auf jeden Fall. Weil hier ist ja dann doch recht viel Verkehr irgendwie unterwegs, ne? Dass da auch noch die Möglichkeit zu besteht. Was wir jetzt komplett ignoriert hatten, hatte ich mit Absicht erstmal ignoriert, haben wir hier ein pagonisches Dorf gefunden. Mit dem können wir uns jetzt quasi anfreunden, können sagen, hey, wir liefern euch gewisse Sachen und das ist Teil dann der Siegbedingungen dafür. Wir müssen aber auch ein bisschen Auge auf unsere Leute hier haben. So. Was wird uns hier noch gesagt? Wir sollen 3 Steinmetze bauen, wir sollen 3 Holzfällerhütten bauen. Ist das wirklich nötig? Aber 15 Farmfelder klingt tatsächlich ganz gut. Und ein Proviantmacher, stimmt, den haben wir jetzt bisher komplett ignoriert, ne? Aber der Proviantmacher, wie war denn das? Der ist bei... der Proviantmacher war bei Nahrung. Wo war der Proviantmacher? Hierbei? Ich glaube auch nicht, ne? Dann muss er ja bei Bevölkerung und Nahrung sein, wo er auch irgendwie Sinn macht. Brot, Feuerholz, Wildfleisch, Rehfleisch, Hasenfleisch, Forelle und Hering und erstellt daraus Rationen.
So, wie sieht's hier aus? Wir haben Hasenfleisch bisher. Sonst nicht wirklich viel. Genau, hier kann man sehr individuell zusammenstellen, was man im Menü angezeigt haben möchte. Das ist ganz cool. Huch. Okay, wir haben das Handelszentrum gefunden. Yeah. Und haben dadurch unsere Aufgaben freigeschaltet, was wir den Leuten liefern müssen. Ne? Und dadurch haben wir wahrscheinlich auch so viel entdeckt. Nee, was ist das hier? Eine Expedition. Spannend. Okay, auch hier müssen wir Sachen hinliefern. Okay, jetzt wird es nochmal ein bisschen das Spiel auch für mich mitentdecken. Ne? Die Basics, die habe ich drauf. Aber wie es dann darüber hinaus weitergeht, müssen wir dann mal schauen. Denn ob hier jetzt zum Beispiel das Lagerhaus so smart war, kann man bestimmt drüber streiten. Müssen wir mal schauen, wie sich das einfach entwickelt. So, und ich würde behaupten, dass wir auch hier oben eher dann unsere Holzproduktion mal hinlagern möchten, weil das hier ist eigentlich ein cooles Feld, um uns größer aufzubauen. Und deshalb würde ich mal hier unser Forsthaus abreißen und vielleicht hier oben schon mal ein Forsthaus hinbauen. Wobei wir da natürlich dann auch aufpassen müssen, weil das Forsthaus, das pflastert natürlich auch dann ordentlich erstmal zu, dass wir da jetzt nicht komplett in die Über... Also, dass hier auf einmal kein Bauplatz mehr ist. Vielleicht sollten wir die Holzfällehütten schon mal mit hinbauen? Frage ich mich gerade. So, und dann könnten wir hier das Forsthaus hinsetzen. Und dann brauchen wir noch einen Brunnen, der hier dran sitzt. So, und hier würde ich dann gerne auch gleich noch eine weitere Möglichkeit schaffen, dass wir hier runterfahren. So, und dann würde ich diese Holzfällerhütten aber erstmal pausieren, bitte. Und wahrscheinlich brauchen wir noch ein weiteres Forsthaus dann auch. Ja, ich glaube, da kommen wir dann nicht drum rum, wenn wir das wirklich erhalten wollen. Weil hier sehen wir ja jetzt, hat der Wald schon tendenziell eher so ein bisschen abgenommen. Das heißt, das bauen wir hier auch schon mal mit hin. So. Und wenn die hier in die Richtung weiter erweitern, schaffen wir hier noch einen zweiten Weg runter. Und wieso staut sich jetzt hier alles? Weil hier kommen irgendwie die Leute runter und bringen hier Zeug hin. Das dauert so lange, weil die sich dann gegenseitig blockieren, oder was? Okay. Also tendenziell wollen wir die Leute immer im Rechtsverkehr laufen lassen. Also dass jeder auf seiner rechten Seite einfach geht und am besten auch zu dem Gebäude etwas bringt, was auf seiner rechten Seite ist, dann sag ich mal. Das wäre natürlich eine spannende Optimierungsoption, aber ich weiß nicht, wie gut man das dann wirklich hinkriegt. Gut. Jetzt ist es mittlerweile so, dass die hier oben schon an dem Stein dran sind. Sollten wir also vielleicht auch schon mal hier den Fokus versetzen, dass wir hier noch weiteren Stein abbauen. Die Frage ist natürlich, wie gut kommen wir hier irgendwie rein? Vielleicht auch mit einer Straße, ne? Kommen wir hier überhaupt durch? Wir würden hier durchkommen. Guck mal, dann könnten wir hier hinten zwei Steinmetze hinbauen. Eigentlich werden die hier vorne aber noch ein bisschen geiler. Außer man legt halt den Fokus hier auf den Kalkstein noch. Wie ist denn das? Wo sind sie denn jetzt hier? Da ist jetzt so einer noch im Weg, okay. So, dann könnten wir ja hier einen und hier einen hinsetzen, ne? Das wäre doch irgendwie ein ganz netter Kompromiss. Und dann sagen, wir machen hier erstmal einfach eine Verbindung raus. So. Das ist doch eigentlich ganz cool. Und in den Zwischenweg. Okay, dafür müssten sie jetzt hier erstmal so ein bisschen abbauen, damit wir hier ein richtig gutes Lagerhaus noch hinkriegen. Aber hier hätte ich dann gerne, dass ihr normalen Stein einlagert. Dann müssen wir natürlich überlegen, dass wir unsere Steinmetze auch verlagern. Weil hier hinten, wenn dann erstmal die Steine komplett rübergebracht werden, ist ja auch irgendwie doof. So, jetzt haben wir hier eine ganz gute Verbindungsmöglichkeit geschaffen. Ich würde sagen, die machen wir jetzt auch einfach mal. So. Dann können theoretisch hier auch Waren hochgeliefert werden und so weiter und so fort. So. Und hier sind jetzt unsere 25 Träger.
eingezogen, ne, und können dann Neugeborene produzieren, dadurch, dass man Genussmahlzeiten eben herstellt. Und unsere Marktstände sind mittlerweile auch gefüllt. Wir haben schon Himbeeren, wir haben Kürbisse und wir haben Fleisch. Okay. Und dann wäre ja jetzt eigentlich mal Zeit für einen Proviantmacher, weil wir haben ja Hasenfleisch, ne? Und den würde ich dann sinnvollerweise auch hier irgendwo zentral ansiedeln wollen. So? Ist er an der Straße dran? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da bräuchte dann theoretisch Feuerholz oder der braucht halt Brot. Und für Brot würde ich dann sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Das war der Status, wie wir jetzt irgendwie reingestartet sind. Wir haben die Grundproduktion aufgebaut und dann schauen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.